Neue Mobilfunkmasten sowie Anlagen, die umgebaut wurden, müssen mehrere Abnahmeprüfungen durch Cablex, Swisscom und das Bundesamt für Kommunikation bestehen. Diese neue Mobilfunkantenne steht in Billikon. Sie wurde von Bauleiter Severin Brandenberger und dem Qualitätsverantwortlichen Kurt Eckenberger auf den Prüfstand gestellt. Zur Sicherheit werden Arbeiten auf einem Funkmast immer zu zweit ausgeführt. Kurt und Severin achten bei ihrer Prüfung besonders darauf, dass die gesetzlichen Vorgaben für die NIS nicht ionisierende Strahlung eingehalten werden. Die NIS-Prüfung erfolgt im Wesentlichen in vier Schritten. Zuerst wird geprüft, ob die Ausrichtung der Mobilfunkantennen korrekt eingestellt wurde. Sie darf höchstens 2 Grad von den Bauvorgaben abweichen, sonst muss nachjustiert werden. Hier wird der mechanische Tilt gemessen. Bei dieser Kontrolle wird mit Hilfe einer digitalen Wasserwaage die Neigung der Antenne kontrolliert. Kurt und Severin prüfen die korrekte Befestigung der Antennenhalterung. In einem dritten Schritt wird die Höhe der Antennen kontrolliert. Maximal 10 cm Abweichung werden toleriert. Im vierten Prüfungsschritt wird kontrolliert, ob die richtige Antenne installiert wurde. Die beiden Experten schauen sich auch an, ob die Erdung und der Blitzableiter korrekt montiert wurden. Gelegentlich müssen auch noch ein paar Schrauben nachgezogen werden. Ob die Montage der Hochfrequenzantennenkabel den Vorgaben entspricht, wird mit einem Drehmomentschlüssel überprüft. Die gesamte Dokumentation der Sicherheitsprüfung wird an die Swisscom-Datenbank übermittelt. Sobald die Dokumentation im System von Swisscom korrekt und vollständig ist, leitet Swisscom ihrerseits eine Abnahmeprüfung ein. Auch die Kantone führen Stichprobenkontrollen durch, um die Einhaltung ihrer gesetzlichen Vorgaben zu kontrollieren. Das BAKOM überwacht den gesamten Prozess.